Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank. Und David. meinen David. Ah. Oh. In der dieswöchigen Folge geht es um Cybers. Wie Cybers. 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 Cybers, genau. Cybers oder Cyberz. Cybers, ich denke, es ist irgendwie Cyberz. jo, so ein Marketing-Gag oder was. Ha, Genau. Ach so, was wir letztens gar nicht gesagt haben. Nein, es gibt keine Pläne oder so. Oder dass wir das hier einstellen, weil ja mal eine Folge ausgefallen ist. ja. Hatten ja nur geschrieben aus persönlichen Gründen. Aber leider ist meine Schwiegermutter im Alter von 59 Jahren gestorben. An Krebs und deswegen ja, gab es da keine Folge. Ja. Ne? Und dann hat noch jemand uns geschrieben, ob wir jemanden grüßen können. Ja, genau, von was Schlimmem zu was Schönem. Richtig. Und zwar grüßen wir Von GGOR 2K. 2K 2K. 2000. Okay. Ja. Und zwar sollen wir seinen Freund grüßen, Nuklean. Hallo, Nuklean. Nuklean, ja, wir grüßen dich. Von GGO. Nee, wie hieß der? Gore. GG, also da oben steht doch Gore? Gregorigine 2K. Oh, Also bei Gregor Instagram, nicht mehr. GGOR, Okay, 2K. er wird Bescheid wissen. Ja. Du mal ein Auto mit Also so einem von daher. Kennzeichen. Nee, doch nicht. Aber nicht übel nehmen. Ja, Ja. deswegen einfach mal ablenken und mal gucken, Genau. weil manche Nachrichten sind eben halt nicht so schön, aber wir hoffen auf euer Verständnis, dass eben halt gewisse Dinge eben halt nicht dazu führen können, dass man freundlich und lächelnd hier vor der Kamera steht. Genau, richtig. Nun denn, du hast dieses irgendwie aufgetrieben, dieses Ja, man kommt auch Cybers. momentan tatsächlich nicht so richtig dran vorbei, weil der Außendienst macht da einen richtig guten Job. Die ballern das überall, zack, in die Märkte rein. Hauptsache, es steht erstmal im Regal. Gibt auch schon einige, wo es dann mal auf einer Fiddlechap, also auf einem Türmchen, sagt meine Frau immer, steht. Und Aber es wird überall ja, angeboten. es wird überall, ja, gibt es mittlerweile überall. Und Mal gucken, wie es ankommt. genau, muss Ist man das was schauen. Neues? Es ist komplett neu. Also tatsächlich ist so ein bisschen der Hintergrund, so aus meiner Sicht, ne, als einer aus der Brauereiwelt, Radeberger hatte vor Jahren diesen unheimlich genialen und großen Schuss mit Schöfferhofer Grapefruit, ne, im Mhm. Biermix-Bereich, wodurch sie dann mal wirklich wieder richtig junge Leute da quasi an die Marke Schöfferhofer bekommen haben. Und haben ja wie viele Brauereien das Problem, dass die Kundschaft überaltert, auf gut Deutsch, ne, und da so ein bisschen Probleme, mal wieder junge Leute überhaupt an eine Marke zu bekommen. Ne? Gerade so von diesen alteingesessenen Marken, da fällt es vielen relativ schwer. Und so hat es dann, klar, man hat jetzt null Assoziation zu Radeberger, kommt aber von der Radeberger Gruppe halt. Aber ich glaube, sie wollen halt einfach auch mal das Portfolio, mit Portfolios gemeint die Marken, die sie anbieten oder die zu denen gehören und die Produkte, die sie verkaufen, das Portfolio ein bisschen verjüngen. Ne? Und da hat man sich dann scheinbar dazu entschlossen, einen Biermix zu machen mit 5,9% Alkohol, der dann ganz klar so in die Zielgruppe aller allen voran Desperados oder aber auch Salitos geht, weil auch die 5,9% Alkohol haben. Carlsberg hat mit diversen Mixery-Artikeln das vor ein paar Jahren auch gemacht. Ne? Die sind dann von 3,1%, sind die auf einmal, hatten sie dann auch eins mit 6% oder mit 5,9%, sind da auch so in die Richtung gegangen. Und ja, das macht man da oder versucht man da jetzt auch. Zunächst erstmal mit zwei Geschmacksrichtungen. Ne? Also man weiß auf der einen Seite, wie schnell sowas dann mehrere Sorten bringen kann von den deutschen Brauern, wenn sowas erfolgreich ist. Es ne, gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel, wenn man im Konzern bleibt, Schöfferhofer, Kaktusfeige oder Zitrone oder weiß der Geier Genau. was. Ne? Genau. Und ja, also vom Produkt her, wie gesagt, Positionierung
bei oder an welche Kunden man da ran möchte, sagt einfach der Alkoholgehalt. Der Name ist auch so ein bisschen spannend tatsächlich, weil ich glaube, man möchte da auch so ein bisschen, ist jetzt meine Interpretation tatsächlich nur, ne? So ein bisschen in die Richtung vom E-Sports und Gaming und so. Und einfach an die Generation, die quasi ja rund um die Uhr online ist irgendwie. Ne? Mhm. Das muss jetzt nicht im Gaming sein, das kann auch mit irgendwelchen Social Medias sein oder so. Aber Cybers, ne? Tesla hatte mal diesen Cybertruck und so, das ist halt einfach so ein bisschen Richtung Zukunft, jung und dynamisch, genau. Erfolglos. Und das will man da auch dann einfach mit dem Markennamen auf einen Punkt bringen. Von daher gibt es auch keine großartige Geschichte. Radeberger hatten wir ja auch schon mal als Pilz, ne? Wo es dann auch um das Bier Radeberger ging. Und ja, es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Wir hätten das Foto besser gemacht, als sie noch voll waren, sehe ich gerade. Aber egal. Mhm. Sind ja Klarglasflaschen, da vergisst man halt schon mal. Also ja. Man hat zum einen Berries, wenn ich jetzt mal hier so lese, hier steht drauf, Berries Gone Wild, Cybers vereint Bier mit wildem Beerenflavor. Ein frischer Mix ohne Kompromisse, genau wie du. Und hier steht, du machst auch keine Kompromisse, ne? Genau, und hier steht Times for Limers. Cybers vereint Bier mit süß-saurem Limettenflavor. Ein frischer Mix ohne Kompromisse, genau wie du. Ach, wie ich, okay. Und Zutaten, ja, Biermix ist immer ein bisschen spannend, ne? Hier hat man 85% Bier, Wasser, ja. Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Und 15% Erfrischungsgetränk. Genau, und in dem Fall hier bei mir, bei dem Roten mit Beerengeschmack, Wasser, Zucker, Säurungsmittel, Zitronensäure, schwarzer Karottensaftkonzentrat. Schwarzes Karottensaftkonzentrat. Es gibt schwarze Karotten? Schwarze Karotten, okay, ja. Okay, verrückt. Natürliches Aroma, ohne künstliche Farbstoffe, gefärbt mit Karottensaftkonzentrat. Ja, okay, hier steht also drauf mit Caipirinha-Geschmack. Mhm. Hier haben sie eben halt Zitrosäure, natürliche Limettenaroma mit anderen natürlichen Aromen, was das immer heißen mag. Mhm. Kohlensäure, Stabilisator, Johannis, Brotkernmehl aus Fruchtsaftkonzentrat. Okay. Also Zitronensaft, Orangensaft ist auch noch drin und mit Caipirinha-Geschmack. Ja. Limettensaft. Also reichlich, ja, genau. Ich würde schon fast sagen, künstlich. Ja gut, aber es ist bei Biermix hat man das schon mal, ne? Mhm. Und wenn man jetzt guckt, bei Desperados, da gab es auch schon mal so ein rotes, Red hieß das damals, war auch mit roten Beeren und Guarana tatsächlich. Dann gibt es ja Lime zum Beispiel, ist auch so Limette, aber Süßlimette, ne? Mojito, tatsächlich wieder Mojito, dann gibt es von Salitos gibt's das Eis, was so ein bisschen Richtung Smirnoff-Eis geht. Dann haben die dieses Pink, das ist auch eher so ein süßeres. Und die beiden Originalen von Salitos und von Desperados, die sind dann ja so ein bisschen bieriger mit so ein bisschen dem Tequila-Flavor und so ein bisschen leicht zitronig und sowas. Ne? Wollen wir mal probieren. Aber beide halt eher so, schon eher süßere Biere, ne? Oder ein Biermixer halt. Also wenn du beides mal riechst, musst du mal wirklich beide riechen. Mhm. Riecht das erstmal so, wie es draufsteht. Ne? Also ja, aber ich finde, es ist ein bisschen Kunstgeschmack. Ja, sind Aromen, in dem Fruchtaromen sind da oftmals so. Ne? Aber das hier ist schon tatsächlich, ja, aber es geht so ins Limettensaft, ne? Wie man sich so einen Limettensaft aus diesen grünen kleinen Pullen vorstellt von Hitchcock oder so. Ich glaube, die heißen wirklich so. Und das hier ist tatsächlich eher so ein richtig schöner Beerengeruch. Von dem du unglaublich begeistert bist. Ich bin gespannt. Guck dir mal meine Haare an. Hm. Okay. Wow. Ja, Frank, deine Gedanken zum... Cool. Ist das hier Berry oder was? Berries. Ja. No comment. Mach doch mal die Heizung an hier. Guck mal. Ich hab das auch. Okay. Kalt hier drin. Ich probiere jetzt nicht länger noch. Ich mache jetzt direkt Hardcore-Line. Aber du, nee, sag erstmal, ob du schmeckst. Ja, ist besser?
Sagen wir so, ich bin kein Biermix-Freund. Ich weiß. Und von daher ist es für mich schwierig, ein Biermix so... Also ich glaube, ich bin zu alt. Ja. Ich bin einfach zu alt dafür. Ich bin einfach zu alt. Das ist also... Ja, man schmeckt ein bisschen Beere. Hier schmeckt man auch... Was heißt ein bisschen? Da schmeckt man Beere raus. Hier schmeckt man auch eine Säure raus, sprich Zitrus in der Richtung. Aber... Ich finde, das hat so einen, beide haben so einen komischen Abgang. Es ist zwar irgendwie herber und als man das bei so einem Biermix erwarten würde, war eigentlich ja so wie der erste Geschmack ist, dass das fruchtig ist und süß tatsächlich, das haut hin, aber. Aber dir schmeckt das. Man sieht es, die Gläser sind fast leer. Nee, aber also das Desperados Red fand ich super, aber das hat anders geschmeckt als das hier. Mhm. Und das ist bei dem hier sogar noch ein bisschen krasser als bei dem. Das hat irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also man munkelt, oder ich habe gehört, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es stimmt, dass sie es mit Bockbier brauen als Basis. Ne, muss ja irgendwie auf die Prozente kommen. Weil da ja auch noch das gemischt wird nachher. Ne? Das heißt, das Basisbier hat ja nicht 5,9%, das ist ja über 6. Das muss gut 6 sein. Gut. Das heißt, dann nimmst du ja erstmal... Wahrscheinlich ein Starkbier, was du da reinmachst. Und du musst dann diesen starken Biergeschmack ja dann auch irgendwie wieder... Übertünchen. ...wegkriegen, genau. Übertünchen, auch gut. Und ich, das finde ich, bei beiden ist das im Vergleich zu diesen Platzhirschen aller Desperados und Salitos, ist das nicht so gut gelungen. Also ich habe schon Biermixe getrunken, sagen wir es mal so. Die haben mir besser geschmeckt, auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht hell sehen und sagen, ja, ey, geil, Wahnsinn, also das wird die Jugend treffen. Glaube ich jetzt nicht, dass ich das vorhersagen kann. Also dir schmeckt das echt. Du bist immer und immer wieder dran am Trinken. Nee, ich weiß. Also ich muss ehrlich sagen, ich brauche es nicht mehr zu probieren. Ich habe es einmal probiert und das ist so wie... Wie du vorhin sagtest, mit Scrimps oder mit irgendwelchen Schnecken oder sonst was. Man probiert es und sagt, ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Genau. Ja, und mir schmeckt es jetzt nicht. Kann sein, ich weiß nicht, du bist ja um einige Jahre jünger, ich glaube 20, ne, ungefähr. Jahre jünger? Ja. Oder alt? Nee, jünger. Ach so. Du bist um einige Jahre jünger. Also mindestens 20. Wie alt bist du noch? Ich... Ja, 62. Dann bin ich genau 20 Jahre jünger. Siehst du? Hab ich ja gesagt. Also, von daher würde ich sagen... Ah ja, Alter muss ich jetzt rausschneiden, ne? Nein, aber würde ich sagen, okay, vielleicht mag es dein Alter vielleicht auch noch was jünger treffen. Aber ich glaube nicht, dass mein Alter das trinken wird, also... Nee, also ich glaube auch allein vom Namen her, ohne das zu wollen, aber dein Alter nicht die Zielgruppe und ich glaube, ich bin da auch schon raus. Und ja, ich vergleiche es halt so ein bisschen mit den Platzhirschen, die schon da sind. Ne? Und da wird es, glaube ich, schwierig gegen anzukommen. Ja, das mit ist, dem Geschmack. Das ist wie, sage ich jetzt mal ganz blöd, ohne Reklame machen zu wollen, wie mit Nutella. Wie viele schwören auf Nutella? Und alles, was kommt, wird damit auch verglichen. Richtig. Und das ist dann nämlich genau das. Ne? Du wirst mit Nutella groß, sagst du, Nutella ist super. Ich werde mit Nutoka vom Aldi groß. Und ich sage, Nutoka ist super. Und dann probiere ich einmal Nutella und sage, nee, Nutoka ist viel besser. Ja, genau. Der Nutella probiert groß geworden ist, der sagt, nee, Nutoka, nee, da ist Nutella besser. Ich glaube, das ist einfach diese Geschmacksrichtung. Und wenn die jungen Leute sowas eben halt so Biermixe trinken, glaube ich schon, dass sie eben halt gewisse... Biermixe ausprobieren und auch versuchen. Aber ob dieser Geschmack es wirklich sein wird, also Limette ist ja schon mal das eine, ne? Ist ja schon säuerlicher. Bärenmix ist, sorry, wenn ich das so sage, ist ja was süßer, aber da ist, dann geht ja auch schon mehr die Frau hin. Ne? Das ist ja eben halt, was trinken Frauen? Männer trinken einen Korn, sage ich jetzt mal. Und die Frauen trinken da so einen süßen, ich weiß nicht was. Aber wer trinkt denn in einem Lokal Kaipi?
Du hast schon mal eine Männerrunde oder hast schon mal eine Männerrunde gesehen, die Kalpi trinkt? Nee. Also. Ehrlich gesagt nicht. Ja, also von daher, ich sage jetzt mal nicht mehr. Ich will nicht sagen, das ist schlecht, weil ich sage einfach mal, es ist nicht mein Geschmack. Mhm. Ja, probiert es einfach. Probiert es. Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet, weil das ist wirklich eine Frage der Generation. Ob da wirklich Leute hingehen und sagen, jo, das ist meins, weil ich trinke schon immer Biermix. Oder andere sagen, jo, ich habe es mal probiert. Ja, ist nicht schlecht, oder. Also bitte, schreibt mal drunter, damit ich mir da mal ein Bild machen kann und wir einfach mal gucken können, wo geht denn die Richtung hin und die Fahrt. Ja. Das wäre für mich mal ganz interessant zu wissen, okay, wer sagt ja, wer sagt nein. Also probiert mal. Nicht, um jetzt das anzuhypen, absolut nicht. Aber einfach mal, um zu sehen, oder wer es schon mal getrunken hat. Bitte drunter schreiben, der sagt, ja, ich habe es mal probiert, aber nee, oder, aber ja, klar. Nur damit man es weiß. Also, der sagt, nee, sowas trinke ich sowieso nicht, kann auch gerne drunter schreiben und sagen, Biermixe sind sowieso nichts, mein Ding. Mhm. Also, das würde ich gerne mal wissen. Also, wenn ihr das machen würdet, fände ich echt geil. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Was ist das für dich? Also, es ist für mich so ein Experiment der Radeberger Gruppe. Das Wettbewerbsumfeld ist halt sau schwer in diesem Bereich, weil im Gegensatz zu anderen Ländern hast du in Deutschland so viele Biermixe. Ne, allein V+, die haben gefühlt 85 Sorten V+. Dann gibt es noch x andere. Dann gibt es halt in diesem 5-9er-Bereich gibt es halt diese zwei Platzhirsche. Da hat versucht, Carlsberg hat da versucht reinzukommen. Auch die haben es nicht richtig geschafft. Und Carlsberg, die haben es auch mit dem Namen Mixery gemacht. Und wenn der Name Carlsberg Mixery in diesem Wettbewerbsumfeld, in diesem Segment schon nicht richtig funktioniert, dann wird es mit einer neuen Marke richtig schwierig. Zumal die sich auch preislich irgendwo zwischen Salitas und Desperados ansiedeln. Mhm. Und das ist nicht billig. Das kommt okay. Noch dazu. Das sind beides Marken, wo du dir dreimal überlegst, ob du das kaufst, was du kennst, oder ob du die Euros ausgibst für ein neues Produkt, wo du aber keine Ahnung hast, wie es schmeckt. Ja. Es bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt. Also klar habe ich es auch unter Beobachtung, ne, weil es natürlich auch direkt gegen eine unserer Marken geht. Die stellen sich auch immer fleißig daneben, wo sie es können, aber ja, muss man gucken. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ne? Das richtig. Sagt man ja immer, ich habe leider kein Wasser mehr. Okay, ich hatte übrigens freifrisches Drüsenfieber. Vielleicht hatte ich das von dir da durch. Also in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Mhm. Nächste Woche, weil Frank so begeistert war, wird es wieder Biermix geben. Aus dem Hause Veltins eine Sonderedition und ein neues Produkt. Ich weiß, der David mag mich. Der David mag mich. Der Arschloch. Ich hab dich auch lieb. Ja. Also in dem Sinne. Bis nächste Woche. Bis denn.